In dem Moment, wo du stürzt, musst du halt richtig rum eingehängt sein. Das denke ich mir auch. Sie muss so also, eingehangen sein, dass da, wo ich stürze, nicht, richtig man ist. Man muss es jetzt nicht überbewerten. Man muss es nicht überwerten, überdramatisieren, keine Panik machen, aber ein bisschen mitdenken. Genau. Einfach klettern wird präsentiert von Scarpa und Edelrit. Liebe Freunde von Einfach Klettern, wir sind wieder im Edelrit Hauptquartier. Als wir das letzte Mal hier waren, habe ich mit Phil über Seile gesprochen. Das Video verlinken wir für euch. Heute werden wir über Expressen sprechen und Daniel hat uns zu sich ins Allgäu eingeladen. Danke dafür. Sehr gern. Und bei Echsen ist es so, es gibt Echsen mit breiten Schlingen, mit dünnen Schlingen, mit Drahtschnappern, mit massiven Schnappern. Und es ist gar nicht so leicht, sich da einen Überblick zu verschaffen. Daniel hat vor sich liegen alle Echsen, die bei ihm mal regelmäßiger, mal weniger regelmäßig zum Einsatz kommen. Mhm. Und wird uns anhand dieser wunderschönen Sammlung mal einen kleinen Überblick über die Echsenwelt geben. Mhm. Ja, tasten wir uns mal durch, oder? Also ich habe mal eine alte mitgebracht. Das ist so meine älteste, die ich jetzt noch im Einsatz hatte. Das ist also Modell, das wir so vor 15 Jahren noch in unserer Schmiede in Spanien gefertigt haben. Und das ist halt so was ganz Klassisches, relativ schwer, dicke Schlinge, solide Karabiner. Aber das ist einfach jetzt so, ja, für meine heutigen Verhältnisse wäre es mir jetzt mittlerweile ein bisschen zu massiv. Aber das wäre so eine klassische Sportkletter-Echse gewesen, schon gemischt, so wie du es gesagt hast, mit einem Keylock-System oben und einem Wiregate unten. Ich habe jetzt mal ein bisschen eine modernere, das ist so unsere Standard-Echse im Sortiment, habe ich mal mitgebracht. 10 cm lang, oben mit einem Keylock-System, also das dürfte ich was sagen, du hast eben keinen Haken mehr. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel den Karabiner aus der Bohrhakenlasche aushängen möchtest oder aus der Materialschlaufe am Gurt, verhängt sich der nicht. Und dann unten mit einem Wiregate-Schnapper, der das Ganze eben ein bisschen leichter macht. Aber das hattet ihr damals auch schon? Das hattet ihr auch schon. Ja. Das gibt es seit, ja, gut 25 Jahren. Kong hat es damals auf den Markt gebracht. Die haben angefangen, diese Keylock-Systeme rauszubringen. Bis dahin waren das eben alles solche Hakensysteme, wo der Schnapper oben Bolzen drin hat, dann in den Haken eingerastet ist. Aber eben mit dem Nachteil, wenn man versucht, sowas unter Last auszuhängen oder schnell mal auszuhängen, dann verhängt es sich halt einfach. Also ist vom Handling her nicht ganz so angenehm. Ja. Dann die ich ganz gern einsetze, ist ein bisschen länger zum Sportklettern. Einfach um Seilreibung zu reduzieren, also wenn du halt den Hakenverlauf nicht perfekt gerade hast, sondern die Haken immer so ein bisschen links, rechts versetzt sind, dann ist halt ganz angenehm, wenn die Echse etwas länger ist. Der Nachteil ist wieder, wenn du jetzt wenn ich in sehr schweren Routen am Bouldern, am Ausprobieren bin, dann macht es halt schon einen Unterschied, ob du jetzt in der Echse oder in dieser Echse hängst, weil du dich halt einfach deutlich näher an den Haken ranziehen kannst, das heißt, du hast halt 10 cm mehr Reichweite. Und kannst halt schon mal die Griffe, die du antasten möchtest, besser erreichen und besser losstarten. Genau, du hast ja jetzt das Thema die Länge der Bandschlinge angesprochen. Mhm. Du hast die zwei hochgehalten und dann gäbe es ja noch die hier im Endeffekt. Genau, das ist dann richtig lang. Hier haben wir noch was Längeres. Noch was Längeres. Ja. Du hast jetzt angeführt, man kann die Seilreibung reduzieren durch lange Bandschlingen, weil wenn es so einen Zickzackverlauf gibt, begradigt man den Seilverlauf. Ja. Und die kurzen, wenn ich irgendwas ausbuddeln möchte, dann bin ich halt einfach näher dran an der Stelle, die ich ausbuddeln möchte. Genau. Gibt es noch Faktoren, die mit reinspielen, warum ich eine kurze oder warum ich eine lange Echse am Gurt mittragen sollte? Nee, das sind so die Hauptgründe. Also der Hauptvorteil bei den langen Echsen ist, Seilreibung zu reduzieren. Ja. Was man vielleicht jetzt gerade im alpinen Einsatz, ist es ja von Vorteil, da hast du ja sehr, sehr häufig den Fall, dass die Haken eben nicht perfekt übereinander positioniert sind, sondern stark seitlich versetzt sind. Mhm. Könnte vielleicht noch eine Überlegung sein, dass wenn jetzt die Expressschlinge, meinetwegen der Haken, befindet sich jetzt hier, das Seil läuft jetzt hier drüber, dann könnte es sein, dass das Seil danach über diese Felskante läuft. Okay. Und wenn ich jetzt hier eine verlängerte Expressschlinge einhänge, kann ich eben den Seilverlauf so begradigen, dass das Seil eben nicht über eine Kante läuft. Also Felskanten, die sich dann im Seilverlauf befinden, die könnte man eben auch durch verlängerbare oder lange Expressschlingen abfangen. Sprich, verschiedene lange Echsen am Gurt haben, um auf die Situation flexibel reagieren zu können. Genau, im alpinen Einsatz, beim Sportklettern könnte eine lange Echse, was ich da manchmal ganz gerne mache, du hast halt zum Ausbouldern, hast recht kurze Echsen dabei
Und dann kennst du selber, du bist dann, wenn das jetzt ein Rotpunkt, eine Rotpunktur ist, das ist ja kein Rotpunkt, das ist ja ein Pinkpoint, die Echsen bleiben ja hängen für einen Versuch dann. Ja. Passiert es ja halt oft, dass der Haken vielleicht ein Ticken zu hoch, ein Ticken zu weit rechts gesetzt ist oder so. Und dann möchte man nach unten verlängern. Und wenn ich dann im Rotpunkt bin, dann ist mir halt die Echse zu knapp oder ich komme nicht vernünftig hin. Und wenn ich dann eine längere Echse mal dabei habe, dann hänge ich halt sowas ein, dann komme ich besser zum Klippen hin. Ja. Oder was man eben auch machen kann, was ich dann ganz, normalerweise sehe ich es immer wieder, dass dann so Echsenketten gebildet werden, dass sowas dann drin hängt. Kann man schon machen. Ich mache das so. Was ist daran nicht schön? Ja, was mir nicht so ganz gefällt, ist, du hast halt einfach zusätzliche Elemente in der Kette. Jedes PSA-Element, das du in deine Sicherung einbaust, ist halt auch ein potenzieller Risikofaktor. Und wenn sich jetzt hier der so aufstellt, kann er je nach Karabinermodell, kann er sich hier halt drauf so verkanten. Und dann ist die Belastung halt extrem ungünstig. Das heißt, vor allem, es kann sich ausklippen. Es kann sich auch aushängen. Aber selbst wenn er jetzt hier drauf zu hängen kommt, siehst du schon, der macht jetzt den Schnapper leicht auf. Und das kann schon reichen, dass der Karabiner dann auch bricht. Kann ich den unteren Teil kurz haben? Ja. Ich mache es genauso, wie du gerade gezeigt hast. Und in meiner Wahrnehmung ist es cleverer, als so zu machen. Das auf jeden Fall. Ja. Jetzt hast du halt noch mal eine Komponente mehr. Ja. Jetzt hast du noch einen zusätzlichen Karabiner. Und Karabiner in Karabiner ist halt auch immer eine ungeschickte Sache. Okay. Es ist relativ unwahrscheinlich, dass sich der jetzt hier aushängt. Gell? Das ist, wahrscheinlich passiert es nicht, aber es ist halt einfach... Ja, zusätzliche Faktoren, die ein Risiko darstellen. Und ich habe dann halt gern sowas dabei, hänge das dann oben so dazu. Okay. Und dann hast du halt eigentlich deine optimale Länge. Ja. Hast eine verschieden lange Bandschlinge, eine 60er, eine 30er, eine 40er, eine 120er meinetwegen. Und dann kannst du es dir halt auf die perfekte Länge justieren. Ja. Und dann kannst du es auch so machen, dass wenn du den erreicht hast, geklippt hast, kannst du auch den nochmal kurz nachhängen. Okay. Dann, also es ist auch jetzt zum Beispiel, wenn du... Wo ich das sehr gern mache, ist, wenn ich Kurse draußen gebe an Felsen, wo ja die Hakenabstände oft nicht so eng sind, wie man sie jetzt gerne hätte oder wie sie in der Halle sind. Und dann hast du halt häufig das Problem, dass halt dann schon kritische Punkte erreicht werden, wo vielleicht der Grounder möglich ist, wo jetzt der Anfänger halt noch nicht so richtig kontrollieren kann. Die sollen aber trotzdem vorsteigen. Und dann kannst du die Echsen einfach so, verlängerst die mit einer 1,20er-Schlinge, dann klippen sie die 1,20er-Schlinge und einen Meter später klippen sie dann die 10er-Schlinge noch. Und dann hast du halt zusätzliche Sicherungspunkte eingebaut. Sprich, also ich nehme mit, wenn ich eine Echse verlängern möchte, nochmal eine 60er-Schlinge. Eine 60er-Schlinge zum Beispiel, so dranhängen. Ja. Und dann kann ich die erste klippen. Und was ich an der Lösung jetzt total smart finde, ist, dass ich ja dann hier angekommen noch mal was zum Klippen habe. Kurz hängen, genau. Und du hast wenig Komponenten, die sich querstellen können. Was man jetzt da schon bemerken kann, zwei Sachen, wir hatten es gerade davon, gestern auf Olympia hat man es gesehen, wenn die Karabiner an so langen Schlingen baumeln, je leichter der Karabiner ist, desto schwerer ist er zu klippen, wenn er an so einer langen Schlinge hängt. Das heißt, wenn ich jetzt so verlängere, versuche ich eigentlich einen möglichst schweren Karabiner einzusetzen, weil der viel besser zu erwischen ist. Ein leichter Karabiner, der springt dir davon, der haut dir ab. Also wenn ich mir sowas einrichte, habe ich hier tendenziell eher schwerere Karabiner dranhängen und ich fixiere mir die. Ja. Ist aber ein zusätzliches Risiko, das man wieder kennen sollte. Deswegen kennt ihr das auch von den Wettkämpfen. Wenn die auf Wettkämpfen solche Schlingen hängen haben, dann sind die alle 10 cm abgetaped. Okay. Also die Schlinge wird geschlossen, damit eben dieser Doppelclip nicht passieren kann. Wenn ich jetzt nämlich hier nochmal einfädeln würde, dann würde diese Situation entstehen, die jetzt von vorne betrachtet erstmal ganz okay ist. Wenn ich es aber von der Seite betrachte und hier jetzt das Ziehen anfangen würde, merke ich, dass ich jetzt eigentlich nur noch an der Gummifixierung hänge. Genau. Wenn ich jetzt hier fest genug ziehe, bin ich einfach weg und das hängt sich aus. Also ich bin plötzlich in einem System drin, was nur ein paar Kilo hält. Genau. Ja. Und deswegen, also diesen Umstand, den muss man kennen. Ja. Solange das richtig geklippt ist und da nichts dran gedreht wird, passiert auch nichts. Wenn man auf Nummer sicher gehen will, kann man hier ein paar Tape-Streifen anbringen. Wobei man mit Tape und Textil schon wieder so an der Grenze des Sinnvollen sind. Also du hast, das ist ja wirklich aus deinem persönlichen Kletterfundus. So und genauso habe ich das bei mir das im heißt, Rucksack hängen. Das hättest du dabei, um eine Echse gegebenenfalls zu verlängern. Genau. Aber mit Vorsicht zu genießen ist diese Gummifixierung. Genau. Weil was muss passieren? Damit ich muss es noch, jetzt nicht, jetzt hast du doppelt einklingt, jetzt ist es zweimal rumgewickelt, sondern es passiert so, wenn das hier nochmal hier durchgeht. Ja. Das reicht schon. Wenn der Fall entsteht. Okay. Wobei ich auch wieder sagen muss, wenn ich jetzt so Anfängertouren einrichte, die machen da nichts mit den Karabinern. Da wird nicht nochmal eingehängt, sondern der klippt seinen Karabiner und klettert weiter und ich selber habe es im Blick. Ja. Also insofern ziehe ich den Vorteil des fixierten Karabiners, dem potenziellen Risiko des Doppelklippens vor. Aber man muss es halt wissen, dass genau, das mit einem falschen Handgriff
hängt man plötzlich nur noch in der Gummifixierung drin. Also besser ist, Karabiner in offenen Schlingen nicht zu fixieren. Ja. Oder wenn man sie fixiert, dann kann man das halt mit einem Ankerstich oder mit einem Mastwurf machen, also mit einem Knoten. Ja. Aber dann reduziert man wieder die Festigkeit der Schlinge. Das finde ich alles nicht so elegant. Da finde ich das jetzt die schönere Lösung. Da haben wir nochmal einen Sonderfall. Also wir sind wieder bei dieser Karabinerfixierung und von diesen Karabinerfixierungen geht noch ein Risiko aus, das man kennen sollte. Also die Thematik hierbei ist, dass eben diese Kunststoffkappen, die verhindern sollen, dass sich der Karabiner verdreht, hier drauf gefädelt werden. Und jetzt ist natürlich klar, dass ich hier in das Auge der Schlinge einfädeln sollte, also hier rein. Wenn ich dabei aber unaufmerksam bin, weil ich das halt irgendwie vom Fernseher mache oder abgelenkt bin, dann kann es sein, dass ich hier das Ding einfädle und das fühlt sich auch gut an und sitzt solide. Und tatsächlich habe ich aber eben im Prinzip nur durch das Kunststoffteil eingefädelt und an der Schlinge vorbei und das kann eben nicht halten. Ja. Ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Ja. Der Unfall ist halt mal passiert, deswegen sollte man sich damit auseinandersetzen. Dass wenn man seine Karabiner zusammenbaut, weil man zum Beispiel sich neue Schlinge gekauft hat, an die alten Karabiner weiterverwenden möchte, dass man darauf konzentriert ist, dass es durch beides geht, nicht nur durch die Gummifixierung. Okay. Wie wichtig sind Verdrehsicherungen? Sind sie mehr oder weniger nur nice to have? Oder gibt es tatsächlich häufiger Unfälle durch überlastete seilseitige Karabiner? Nee, also Unfälle sind mir da keine bekannt wieder, weil es relativ schwierig ist, einen Karabiner genauso auch mit dem Seil zu belasten. Wenn du das kann ich jetzt mit dem Finger schon simulieren, aber wenn ich jetzt da ein Seil reinlege, dann braucht es nicht sehr viel, dass der in die Richtung sich umdreht oder in die andere Richtung. Ja. Und man muss auch wieder sagen, wir haben Querfestigkeiten von 7 kN und aufwärts. Mhm. Das hält normalerweise einen Sportklettersturz auch aus. Ja. Also ich würd sie unten fixieren, einfach wegen Handling. Es ist halt blöd, wenn du irgendwie ankommst und schnell klippen willst und der Karabiner baumelt so rum. Das ist aber eher der Hauptgrund, warum ich jetzt da mit einer Karabinerfixierung arbeite. Ich habe jetzt meine für neuralgische Punkte, die hat nicht mal eine Fixierung dran gerade. Aber sie ist ein bisschen enger vernäht. Auch da, der könnte sich jetzt schon hier so hinverkanten. Okay. Das heißt, aber da habe ich jetzt weniger. Der seilseitige Karabiner ist fixiert fürs Handling. Genau. Und, aber auch, um Querbelastung zu verhindern. Klar will ich Querbelastung reduzieren oder ausschließen, aber das ist jetzt auch wieder so ein... Da würde ich eher, wäre vielleicht noch ein Punkt, Biegebelastung, den haben wir noch nicht angesprochen. Wenn ich jetzt den Fall habe, dass jetzt mein Haken... Wo ist mein Haken? Ich habe meinen Haken jetzt genau so. Mhm. Und jetzt ist hier unten halt die Felskante. Und zufällig, das ist jetzt eine Dachkante meinetwegen, und zufällig ergibt sich halt jetzt aufgrund von meiner Echsenlänge und der Hakenposition genau diese Biegebelastung. Mhm. Das wäre jetzt zum Beispiel was, da hätte ich eher die Hosen voll. Das ist schon recht wahrscheinlich, dass der Karabiner das nicht aushält. Da müssten wir jetzt entweder was deutlich Kürzeres oder eben besser was deutlich Längeres einhängen. So arbeiten dann nämlich, dass wir das Textil über die Kante legen und dann läuft das Seil nicht über die Kante und der Karabiner wird nicht auf Biege belastet. Das Gleiche wäre, wenn dieser Fall auftritt. Manchmal sieht man es, dass wenn jemand einen Haken so setzt. Da hat der Routenerschließer gute Arbeit geleistet. Ziemlich gepfuscht, also das ist echt peinlich. Und wie löst du diese Situation? Das kann man dann tatsächlich leider auch nur Textil lösen, indem wir hier so durchgehen. Es gibt aber eigentlich die Regel, kein Textil durch Bohrlaschen, oder? Also durch, weil das hier scharfkantig sein kann. Aber das ist... So. Ja. Also tatsächlich haben wir da, jetzt musst du überlegen, wir haben in der Bandschlinge haben wir 22 kN Festigkeit. Ja. Das heißt, jetzt hier hätten wir rechnerisch 44. Hm. Der Radius hier oben, der macht dem Dyneema speziell überhaupt nichts aus. Okay. Also selbst wenn wir jetzt einen Festigkeitsverlust aufgrund der scharfen Kante haben, haben wir halt dann immer noch 20 kN Festigkeit. Aber ein Karabiner, der hier auf Biege belastet wird, der hat halt 3 kN. Okay. Also vielleicht haben wir nicht optimal 22 kN Festigkeit erzeugt, aber wir haben deutlich mehr, als wir vorher gehabt hätten. Und das wäre jetzt die perfekte Lösung, um so eine Situation abzufangen. Und praktische Frage, wie führst du das mit beim Klettern? Hast du das irgendwie, also wie fixierst du das? Das baue ich mir, das habe ich nicht dabei, wenn ich jetzt im Rotpunkt oder wenn ich im Onsite unterwegs bin, sondern ich bolde die Tour aus oder ich richte die für einen Durchstieg her, entweder für mich oder für jemand anderen. Ja. Und wenn ich dann feststelle, an der Stelle wäre es praktisch, eine verlängerte Schlinge zu haben, dann lasse ich mir die raufwerfen oder hole mir die halt beim nächsten Mal, wenn ich reingehe. Also die habe ich nicht vorbereitet am Gurt hängen, sondern die habe ich halt im Rucksack. Am Gurt hängen habe ich sie in der Version dann für einen alpinen Einsatz. Das ist so die klassische verlängerbare Alpinechse mit einer, wo ich dann aus einer 20 cm eine 60 cm machen kann.
Und da habe ich dann halt ganz gerne die 8 mm Dynema-Schlingen im Einsatz, weil die da halt sehr kompakt und klein und leicht sind. Wenn ich das jetzt mit so einem 12 mm Tech-Web mache, dann ist das halt schon wieder so ein fetter Knödel. Okay. Und das ist schön textil. Das hast du quasi von Anfang an, hast du das am Gurt mit, um gegebenenfalls... Wenn ich so Mehrseillängen kletter, alpin, dann sage ich mal, wenn ich 10 Echsen dabei habe, sind 2 davon mindestens so. Und die war, ganz genau die war ja so gerade rein und raus. Zack. Und jetzt bin ich, so habe ich sie am Gurt hängen. Ja. Wenn ich jetzt komme ich an eine Zwischensicherung hin, hänge die ein und merke jetzt, das Seil ist auch schon drin, jetzt kann ich mich schon mal sichern. Ja. Und jetzt merke ich, das ist aber jetzt ein bisschen kurz, ich möchte das verlängert haben, dann kann ich hier einfach 2 Schlaufen nehmen und aushängen. Okay. Und bleibt dann aber die ganze Zeit gesichert. Ich muss mich nicht nochmal aushängen. Genau. Also ich kann verlängern, ohne aushängen zu müssen. Genau, das kann man ja zu Hause ein paar Mal üben, damit man es dann in der Wand flüssig geht. Genau. Flüssig macht. Vorteil ist halt, mir kann auch der Karabiner dabei nicht runterfallen, weil alles immer irgendwie eingehängt bleibt. Und das ist ja jetzt dann ohne Fixierung. Genau. Da finde ich es tatsächlich ein bisschen praktischer, weil du den Vorteil hast, du hast jetzt hier ja 3 Stränge eingehängt oben. Und wenn jetzt die Seiten fixiert sind, dann musst du immer aufpassen, welche Stränge du aushängst. Und so kann ich einfach 2 beliebige Stränge aushängen und das fällt immer in die lange Version rein. Und ich habe den Vorteil, ich kann halt auch mal, wenn ich es jetzt perfekt haben möchte, kann ich halt auch mal noch halbieren. Ja. Also ich kann auch noch eine 30 cm Schlinge draus machen. Also ein sehr variables. Also ich habe eine 20, eine 30 und eine 60 cm Version in einem und demselben System dann. Wir haben unsere Community dazu aufgerufen, uns bei YouTube und Instagram Fragen zukommen zu lassen. Wir haben gesagt, wir treffen uns mit dir. Jawohl. Und zur Alpinechse ist eine Frage. Kann es bei längeren Alpinechsen nicht zum Verdrehen der Karabiner kommen und damit selbst aushängen des Seils? Empfiehlt es sich dort mit 2 Schnappern am Seil zu arbeiten? Also ich verstehe die Frage so, dass ja hier keine Fixierung ist und deswegen hier einfach mehr Spiel ist. Und ob man dem entgegenwirken soll, indem man mit 2 Schnappern arbeitet. Gegengleich dann eigentlich. Gegengleich, genau. Oder ich würde die Frage auch erstmal sozusagen als Einstiegsfrage, was sagst du zu dem Thema, dass hier einfach keine Fixierung oder das Spiel ist? Dann ungefähr so, wie wenn man die Hosenträger zum Gürtel noch kombiniert. Ja. Also klar kann man machen, ist natürlich sicherer, mit Sicherheit. Ja. Ich kann es mir, also diese seilseitigen Selbstaushänger, die man immer so wunderschön demonstrieren kann, wenn man das Seil einhängt. Ja. Und dann... Soll ich irgendwas für dich festhalten? Jetzt habe ich so diesen Selbstaushänger, das Seil ist in der falschen Richtung und jetzt, wenn ich so drüber ziehe, hängt es sich aus. Schaut furchtbar dramatisch aus. Wenn mir das mal jemand in der Praxis zeigen kann, wie das funktioniert, dann ziehe ich einen Hut. Also ich kenne das nicht. Also es gibt die Selbstaushänger und die Problematik, die wir normalerweise haben, das ist die, die oben am Haken stattfindet. Ja. Diesen Selbstaushänger unten auf der Seilseite, die ist mir tatsächlich nicht geläufig. Das ist... Jetzt guck dir auch die Wettkämpfe gerade wieder an, weil ich es jedes Mal sehe, die klippen jeden zweiten Haken, klippen die verkehrt rum, genau gegen der Lehrmeinung, von vorne nach hinten und dann über den Schnapper raus. Genau, dieses verkehrt rumklippen, können wir das noch einmal ganz explizit erklären und zeigen, vielleicht mit Hilfe des Seils? Ja, ich bin jetzt, das Seil, du bist die Wand. Ja? Ich bin die Wand. Ja. Genau, und jetzt komme ich an, normalerweise müsste ich jetzt so klippen, das Seil läuft wandseitig in den Karabiner rein und dann zum Gurt nach vorne raus. Von der Wand ins Land. Genau, richtig. Ah, so ist dein Merksatz. Ja. Okay. Falsch wäre jetzt, wenn ich es so rum einhängen würde und dann noch dazu in dieser Richtung wegklettere, weil dann beim Sturz das Seil über den Schnapper laufen würde. Genau. Das ist nicht gut. Hypothetisch. Praktisch halte ich es für ausgeschlossen, dass der Fall tatsächlich eintritt. Trotzdem ist es besser, es richtig rum zu lernen. Ist ja auch kein Aufwand. Und dir ist kein Unfallbericht bekannt, wo das die Unfallursache war? Es gibt eine ganze Reihe Unfälle, die sind aber, haben alle hier oben stattgefunden, alle Hakenseitig. Können wir uns gerne auch noch angucken. Und um die Frage... Die Frage vielleicht noch, worauf man hier auch noch beziehen könnte, ich meine, die Karabiner hängen jetzt hier frei, das ist schon richtig, die können sich jetzt auch so verdrehen und können querbelastet werden. Ja. Also, alles vorstellbar, alles richtig. Ich, im Sinne des Handlings finde ich es bei diesen Schlingen deutlich praktischer, wenn sie nicht fixiert sind. Ja. Also was ich jetzt quasi für mich auch mitnehme, ist, Klettern ist ja oft eine Abwägung und du sagst, das Sicherheitsplus, um einen Unfall zu vermeiden, von dem du keinen einzigen Unfallbericht kennst, ist es quasi... Die Handlingsnachteile. Die Handlingsnachteile übervägen in dem Fall. Genau. Okay. Ja. Ich meine, wenn es um so neuralgische Punkte geht, ich habe auch eine dabei für so neuralgische Punkte, das ist die, die ich dann hier verwende. Ja. Das sind Punkte, jetzt zum Beispiel Frankenjura zweiter Haken, so ein Klassiker, da fällt man halt auch vom dritten Haken noch auf den Boden, wenn sich die Echse aushängt. Im Frankenjura haben wir die großen Bühler zum Teil, wo eben diese Selbstaushänger
deutlich wahrscheinlicher oder eher möglich sind. Mhm. Und da geht es aber auch eher um den Selbstaushänger oben am Haken. Und die passieren tatsächlich immer wieder, dass sich hakenseitig der Karabiner irgendwie aufstellt, verkantet und aushängt. Also die Mechanik wäre dann, ich hab so meinen Haken, ich klebe jetzt in die Richtung weg, also wäre jetzt auch schon verkehrt rum geklippt. Wenn jetzt Seilzug auftritt, bewegt sich die Echse so nach oben und kann sich jetzt hier so nach unten drehen, dass sie sich hier aushängt. Ja. Und das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Und das wird in Abhängigkeit von der Haken- und Karabinergeometrie eher wahrscheinlicher sogar noch. Und wenn ich solche Punkte, also zum einen passe ich natürlich erstmal auf, dass ich in die richtige Richtung klippe. Wenn ich jetzt so einhänge, dann kann er sich nicht richtig, oder kann er sich nicht selbst. Richtige Richtung heißt, ich gucke, in welche Richtung die Route verläuft, genau, nach links oder nach rechts. Wenn ich da weiterkletter, zeigen die Schnapper in diese Richtung. Ja. Und das ist für mich auch so ein bisschen der Grund, warum ich die Echsen immer schnapperseitig gleich aufbaue. Mhm. Also nicht gegengleich, nicht so rum, einen so rum, einen so rum. Sondern wenn die Route in die Richtung verläuft, dann möchte ich, dass beide Schnapper entgegen der Kletterrichtung zeigen. Jetzt würde ich gerne mein Gefühl, das ich beim Echseneinhängen habe, mit deinem Know-how und mit deiner Kenntnisse über die Unfallstatistik abgleichen. Wenn ich jetzt ich klettere und ich hänge die Echse so ein, kletter aber nach links weiter, aus Versehen, weil ich nicht dran gedacht habe. Meine Wahrnehmung ist, was ich denke, ist, dass verdammt viel passieren muss, dass das Seil das mit der Echse macht und ich dann falle oder irgendwas passiert und das, ich halte das für sehr, sehr unwahrscheinlich. Absolut. Aber trotzdem sagst du, du würdest das ansprechen, wenn du mich am Feld siehst und ich das 3-4 Mal falsch mache. Es ist total unwahrscheinlich, das ist ganz, ganz sicher. Es ist halt, wenn es dir auch einmal passiert, dass er verkehrt drum einkinkt, da muss schon mit dem Teufel hergehen, dass jetzt genau in diesem Fall dann das auch eintritt. Ja. Wenn du aber halt kontinuierlich jeden zweiten Haken verkehrt klippst, sind wir wieder über Expositionspotenzial. Ja. Also da bist du einfach viel häufiger dieser Situation ausgesetzt, dass es auftreten kann. Und es ist tatsächlich so, die Bewegung ist relativ unwahrscheinlich. Was schneller passiert, ist der hier. Mhm. Und jetzt, wenn du halt Belastung nach unten hast, dann geht es halt doch relativ schnell, dass es sich so aufkantet und raushängt. Okay. Also das ist, diese Drehbewegung ist das, was ich verhindern will, diesen hier. Ja. Und das geht schon, ich brauche bloß ein bisschen Zug in die Richtung, es liegt da oben. Und das ist jetzt eine kleine Karabine oder eine kleine Hakenöse. Mhm. Wenn das eine bisschen breitere, größere ist, geht es halt nochmal deutlich schneller. Mhm. Nee, und es ist halt, dir fällt eine komplette Sicherung aus. Ja. Wenn dir das wenn das die 15. Echse ist und du bist schon in x Metern Höhe, auch nicht mehr so tragisch. Mhm. Aber wenn es halt die zweite, dritte über dem Boden ist, blockiges Gelände drunter. Okay, jetzt du sagst, wenn ich runtergucke und merke, oh, der Karabiner, der Schnapper guckt in die Kletterrichtung, brauche ich jetzt nicht in Panik ausbrechen und runterklettern und das umklippen. Es kann in dem Fall gefährlicher sein, wieder abzuklettern und dann beim Versuch, die Echse umzudrehen, runterzufallen, als einfach weiter zu klettern und hin und wieder mal einen Blick nach unten. Also das ist kein... Genau, du sagst einfach, gewöhnt euch einfach an gesunder... Kurz mitdenken und das passiert immer wieder mal, dass man mal die Echse, weil man denkt, es geht da lang, dann klippt man sie so rum und dann dreht sie sich. Also das passiert ab und an mal, dass man es halt falsch eingeschätzt hat. Ja, das ist kein... Ja, und du hast schon recht, das ist so unwahrscheinlich ist es. Also es ist diese Bewegung, es geht um diese Bewegung, so nach oben. So nach oben. Und dann dreht er sich hier nach unten drauf und hängt sich so aus. Ja. Ah, und das ist ja beim Sturz passiert das da das auch, geht. Ne? Und da gibt es tatsächlich gar nicht so wenig Fälle, wo das tatsächlich passiert. Ja. Also, das ist... Halt in dem Moment, wo du stürzt, musst du halt richtig rum eingehängt sein. Das denke ich mir auch. Sie muss so eingehangen sein, dass da, wo ich stürze, es richtig ist. Man muss es jetzt nicht überbewerten. Man muss es nicht überwerten, überdramatisieren, keine Panik machen, aber ein bisschen mitdenken. Genau. Wenn es halt so richtig eindeutig ist, dann kann man da halt... Es kostet nichts und bringt ein kleines Plus an Sicherheit. Genau. Ja. Okay. Ja, genau. Und wenn ich es besonders sicher haben möchte, weil es eben haken, weil ich nicht genau weiß, weil ich gerade nach oben gehe, dann habe ich halt hier eine Echse mit einem Verschlusskarabiner dran, da habe ich eben hakenseitig entweder jetzt hier so einen einfachen Sliderverschluss, das kann aber auch ein kleiner Schraubkarabiner sein, den muss ich halt dann zumachen oder irgendeinen kleinen Twistlock-Karabiner und dann ist eben sichergestellt, dass der sich mit aushängen kann. Ja, was das hier, ich nenne sie einfach mal, die Daniel hat ein bisschen die Hosen voll Echse. Sagt mir jetzt gar nichts. Kann ich jetzt gar nichts damit anfangen. Was soll das sein? Also das hier ist deine, ich habe Respekt vor der Klettersituation, in der ich mich gerade befinde, Echse, weil ich beispielsweise im Frankenjura den zweiten Haken klippe und wenn der sich aushängt, habe ich ein Problem, also wenn ich vor der dritten Echse falle. Genau, also es geht darum, diese neuralgischen Punkte, neuralgische Sicherungspunkte, die ich eben so eingehängt haben möchte, dass sie sich auf keinen Fall aushängen können. Und da habe ich dann sowas am Start. Und deine
auf Nummer sicher Echse hat hier diesen Mechanismus, der bewirkt, dass es einfach deutlich schwerer ist, dass es sich aushängt. Man könnte auch einen Schraubkarabiner verwenden. Schrauber muss ich halt manuell schließen, ist von der Handhabung her ein bisschen nerviger, dauert etwas länger. Der ist weniger sicher, aber geht halt schneller. Ja. Und das ist einfach eine Abwägung. Wenn es jetzt was super Sicheres sein muss, dann baue ich hier mal einen Schrauber ein oder einen Twistlock oder sowas. Es könnte ein Twistlock sein, es könnte ein Schrauber sein. Du hast jetzt die hier, weil du Handlingsvorteile siehst. Genau, weil es einfach schnell geht. Schnell die kann ich auch mal im Gurt hängen. Im Endeffekt, die Bewegung ist fast identisch. Also es unterscheidet sich fast nicht von einer ganz normalen Echse klippen wie eine normale. Ein Erfahrungswert von mir ist, ich habe in der Vergangenheit mit Schraubern und mit Twistlocks und sowas gearbeitet. Aber die haben die Eigenschaft, ein Schrauber, dass er sich von alleine so ein bisschen zudreht. Dann kommt man an die Stelle ran und muss erst aufschrauben, bevor man klippt. Für mich ist das hier das Nonplusultra des Sicherheitsechse. Weil es die Klippbewegung fast nicht verändert. Genau, du kannst auch hier, also selbst wenn du jetzt da mit dem Seil reingehst, kannst du eigentlich öffnen wie einen ganz normalen Karabiner und kannst genauso einhängen. Allerdings ist ein Triple Lock zum Beispiel, der ist definitiv sicherer. Also du hast, wenn du hier wieder ungünstige, du siehst ja, ich muss bloß in der richtigen Richtung draufdrücken, dann kriege ich den auch auf. Und wenn dieser Druck zufällig aufgrund irgendeiner Bewegung entsteht, dann hängt er sich halt auch aus. Ja. Also er ist in der Handhabung deutlich einfacher, aber wenn du jetzt 100%, sagen wir mal 99, wenn du noch sicherer sein möchtest, dann musst du halt einen komplexeren Verschluss bedienen. Worauf ich da auch noch achte, das siehst du jetzt auch schon hier, den unteren, den kann man fixieren, muss aber nicht, aber ich schaue halt vor allem drauf, dass die Echse im oberen Teil, dass die recht flexibel ist, dass das jetzt kein so ein steifer Knochen ist, weil natürlich je steifer die Echse ist, desto mehr neigt sie dazu, oben den Karabiner hakenseitig auch zu bewegen. Okay. Und je flexibler die Echse ist, das ist zum Beispiel bei sowas auch fantastisch, da hast du eigentlich, egal wie das Seil hier unten arbeitet, bewegt sich der Karabiner oben im Haken nie. Ja. Mhm. Also das ist, deswegen bevorzuge ich eigentlich Echsen, die ein bisschen flexibler sind. An neuralgischen Punkten, wie du sagst. Nein, generell. Generell. Deswegen haben wir jetzt auch die zum Beispiel so gebaut. Ja. Guck, die ist jetzt wirklich nur in dem Bereich dreilagig, wo sie vernäht worden ist. Oben und unten ist sie zweilagig und die ist extrem flexibel in diesen Bereichen. Also das ist eine, die eben, wenn das Seil sich bewegt, möglichst wenig Bewegung am Hakenkarabiner erzeugt. Seil bewegt sich einfach vom Klettern. Wandkarabiner bewegt sich nicht. Genau. Ich klettere, das ist meine Sportkletterechse, die kommt ja vielleicht bekannt vor. Kenn ich. Ja, kennst du. Und mal gesehen. Da ist das Auge relativ groß gewählt, damit eben da diese Flexibilität, also dieses Gelenk entsteht. Dadurch, dass es so kurz ist und wir halt einfach einen gewissen Bereich für die tragende Naht brauchen, kriegst du da keine Flexibilität mehr in die Schlinge rein. Das geht nicht anders. Da ist nur dieses Gelenk dann eben vorhanden. Dann müsste ja hier nochmal, weil die Schlinge ist ein bisschen länger, ist ein bisschen mehr Flexibilität. Nee, in der Schlinge ist die auch steif. Okay. Die ist tatsächlich auch nur, entsteht dieses Gelenk durch das große Auge oben. Gut. Was man aber dann nicht machen sollte, ich sehe es immer wieder mal, aber was dieses Problem eher vergrößert, ist, wenn ich jetzt hier diesen Anti-Twist, diesen Gummi, der den Karabiner fixiert, auch noch oben anbringe, dann reduziere ich natürlich das Problem, dass ich das Ding hier verdrehen kann, aber ich vergrößere das Risiko, dass die Echse sich oben bewegt und dann im Haken irgendwie ungünstig zu liegen kommt. Okay. Also dieses Gelenk hier oben, das da entsteht durch das offene Auge, das ist schon wichtig. Ja. Also das ist nicht oben auch wieder so ein Ding einbauen. Ja. Also das sieht man oft. Ja, ich sehe es auch immer wieder. Die Schlinge, so wie hier, da habe ich jetzt auch beide fixiert. Okay. Aber weil die Schlinge halt so flexibel ist, da spielt es keine Rolle. Ja. Wenn ich jetzt aber so einen kurzen, steifen Knochen habe, dann würde ich nicht oben und unten fixieren. Dann habe ich zu viel Bewegung in der Echse. Wenn ich Leute, die sowas gebastelt haben, die haben das gemacht, weil sie verhindern wollten, dass diese Schlinge hier hin und her wandert, aus Angst, dass sie sich vielleicht über den Schnapper legt. Dass der Karabiner quer belastet wird. Ja, man möchte und dann denkt man sich, ich tue hier einen Gummi rein, super, das ist bombenfest. Mhm. Aber die Seilbewegung wird stärker auf den Karabiner übertragen. Wir hatten wieder diesen Fall hier. Und jetzt kann ich halt hier wunderbar mit ein bisschen Seilbewegung genau dieses Problem hier oben erzeugen, wo er sich dann eben möglicherweise aushängen kann. Okay. Das so wichtige Spiel habe ich aus dem System genommen. Genau. Und, da wäre es eben besser, das Ding hier rauszulassen. Und hier wiederum völlig wurscht, weil sich die Seilbewegung gar nicht übertragen kann. Das heißt, jetzt hier wieder den Gegenfall. Wenn ich jetzt hier anfange zu bewegen, schau, jetzt bewegt sich schon deutlich weniger. Ja. Jetzt tue ich mich schon deutlich schwerer, den irgendwo hin zu bewegen, weil er halt dieses Gelenk jetzt hier wieder hat. Ja. Das heißt, man sieht der Echse an, ob es Sinn macht oder ob es empfehlenswert ist, sie auch
feldseitig zu fixieren oder nicht. So eine anschaut, das wäre so eine, da wäre es jetzt spannend, da wäre es jetzt fraglich, weil die ist zwar relativ flexibel hier oben, aber das Material ist einfach schon deutlich steifer, als wir es hier hatten. Mhm. Da könnte man sich jetzt schon überlegen, was man macht. Also da das finde ich jetzt total interessant. Muss man rumprobieren. Ja. Es gibt Echsen, wo du sagst, mach's definitiv nicht. Es hier gibt Echsen, wo du sagst, eindeutig nicht. Hier mache ich es eindeutig. Und hier sagst du, müsste schauen. Muss ich mal ausprobieren. Okay, so, also manchmal muss man leider. Es ist nicht immer schwarz-weiß, mitdenken. Es gibt halt auch Graubereiche. Wir haben noch nicht über Wiregates gesprochen. Gell? Da wollten wir nochmal drauf eingehen. Die Frage ist, Wiregate oder massiver Karabiner oder massiver Schnapper? Also was ist jetzt hier besser und warum ist der Wiregate besser oder warum ist der andere besser? Genau, ich nehme das einfach erstmal als Frage an mich auf. Ich kann ja das, was genau, ich... Genau, so erzähl doch du mal. Genau. Tauschen wir mal. Und zwar... warum ist denn der Wiregate besser? Genau, also hier habe ich einen Wiregate, also Drahtschnapper auf Deutsch. Und was man klassisch sagt ist, dass aufgrund der Masseträgheit, ohne daraus eine Physikstunde machen zu wollen, dass wenn der beim Sturz die Echse aufprallt gegen die Wand, was ja durchaus passieren kann, hört man nichts. Ich nehme mal meine Echse, weil das, glaube ich, dann nochmal deutlich besser zu hören sein wird. Weil das hier schwerer ist, dadurch mehr Masseträgheit hat, geht es kurz auf. Genau. Und ein offener Karabiner verträgt weniger Energieeinfluss als ein geschlossener. Kann weniger Kraft aufnehmen. Kann weniger Kraft aufnehmen. Ich muss, weniger Festigkeit. Ich muss mit dir sehr präzise sein. Geringere Formulierung. Und genau, das ist halt im Endeffekt der Vorteil des Wiregates. Man nennt es diesen Whiplash-Effekt. Whiplash-Effekt, genau, das wäre das Wort dazu. Mhm. Und daraus kann ich jetzt natürlich wunderbar das Fragespiel wieder umdrehen und an dich die Frage richten, wenn Wiregate so einen eindeutigen Vorteil hat, warum gibt es überhaupt Echsen mit massiven Karabinern? Weil die sind ja dann auch noch wahrscheinlich leichter, weil das ja weniger wiegt als ein massiver. Also die Vorteile, der eine ist der, den du schon angesprochen hast, der Whiplash ist deutlich geringer. Der zweite ist, es ist leichter, also ein massiver Karabinerschnapper, der ist einfach schwerer als jetzt nur dieser Draht. Und der klassische Wiregate, so wie wir ihn hier haben, der ist halt auch in der Herstellung nochmal deutlich günstiger. Mhm. Also das sind eigentlich die Vorteile vom Wiregate. Ja. Der Nachteil vom Wiregate in dieser einfachen Version ist, dass ich hier einen Haken brauche. Wenn ich diesen Haken weglassen möchte, muss ich das irgendwie konstruktiv anders lösen. Und da gibt es 6, 8 Patente am Markt, die das eigentlich alle recht gut abdecken. Also da haben die Mitbewerber einige gute Lösungen rausgebracht, die dieses Problem beheben. Mhm. Was mich persönlich betrifft, muss ich sagen, ich mag die Wiregates ein bisschen weniger, wenn es mir darum geht, ein Seil zu klippen. Also reden wir mal vom seilseitigen Karabiner, da ist mir der geschlossene Schnapper ist mir in der Bedienung einfach angenehmer. Also er läuft sauberer über den Finger. Wenn ich jetzt mit dem Finger drauf gehe, ist es einfach viel angenehmer, als wenn ich über den Wiregate drüber fahre. Ich finde, es lässt sich besser klippen, über die Form lässt sich es besser regeln, dass das Seil besser in den Karabiner reingeht. Also deswegen bevorzuge ich persönlich eigentlich eher den geschlossenen Karabinerschnapper. Was den Whiplash betrifft, das ist so ein ähnlicher Effekt wie der Selbstaushänger gerade. Mhm. Das kann man wunderbar vorführen. Hier, ich schaue, wie der Karabiner aufgeht. Du kannst auch hören halt einfach. Du bist so gut wie tot. Und hier passiert halt gar nichts und hier überlebst du. Ja. Aber auch da tatsächlich ist mir kein Unfall bekannt, der aufgrund dieses Whiplashs aufgetreten ist. Also wieder die gleiche Thematik wie vorher. Wir haben massig Karabinerbrüche hier oben, hakenseitig. Aber mir ist keiner bekannt, der hier unten stattgefunden hat. Wenn ich sage, ich kenne keinen, heißt es, dass ich in meinem Freundeskreis keinen kenne, dem das passiert ist oder der dabei war, wie es passiert. Wenn du sagst, dir ist kein Unfall bekannt, meinst du, dass dir kein in der gesamten Unfallstatistik, die hier auch zusammenläuft zum Teil, kein Unfall bekannt ist? Korrekt, ja. Also es ist nicht flächendeckend, das heißt nicht, dass es keinen gegeben hat. Mhm. Also es kann durchaus sein, dass da mal irgendwo einer aufgetreten ist. Aber jetzt zum Beispiel in der Summe, wie die Unfälle, die hakenseitig auftreten, hier landen, im Vergleich dazu, die Unfälle, die hier unten auftreten, keiner nämlich, kann man dann schon auch eine gewisse Signifikanz schließen. Genau. Also das ist jetzt es gibt aber für mich ein Ausschlusskriterium. Ich kaufe keine Echsen, die so eine Nase haben, weil, wo haben wir es denn? Ja genau, weil du es hängen bleiben hast. Das passiert auch nicht jedes Mal, aber beim Abbauen manchmal oder im Überhang
da fluche ich halt wie ein Rohrspatz. Hakenseitig ist es sogar relativ gefährlich, nicht nur bei der Bohrhakenlasche, speziell zum Beispiel auch bei Klemmkeilen, je nachdem, wie die ausgeformt ist, dieser Aufbau hier oben. Das ist jetzt nicht nur beim Wiregate der Fall, sondern auch bei einem massiven Karabiner, der eben mit einem Haken arbeitet, entsteht eben gerne mal dieses Problem. Ich mache es besser von der anderen Seite. So. Dass ich beim Einhängen, also ich klettere jetzt, ich habe den Wiregate hakenseitig und ich hänge hier ein und dann hänge ich ihn nicht ganz ein, ich kriege es nicht mit aus Versehen und der hängt sich hier, verhängt sich hier an der Kante und der Wiregate, der Schnapper, der fixiert den Karabiner dann in der Position. Ja. Wenn ich jetzt hier reinstürze, kann es schon sein, dass der eben nicht nach hinten reinrutscht, sondern dass er sich in, genau, die Lasche, die fügt ihm eine kleine Kerbe zu, dann kann er nicht mehr verrutschen. Und dann habe ich einfach sehr, sehr geringe Festigkeiten. Ja. Und von der Sorte gibt es tatsächlich... Wenn der Drahtschnapper felsseitig ist. Hakenseitig. Hakenseitig, Hakenseitig. Mhm. Jetzt haben wir hier... Also, gibt es auch. Wir haben auch solche Echsen. Wir haben jetzt, wenn wir leicht werden wollen zum Beispiel, durchaus gibt es mal solche Echsen, wo die dann eben hakenseitig auch sind. Muss man eben darauf achten, dass da sauber ist. Achso, genau. Ihr habt Echsen, wo es hakenseitig auch so wäre. Ja. Genau. Ja. Habt ihr euch jetzt quasi bewusst dafür entschieden zu sagen, wir investieren keine... Ressourcen, Energie in ein System, um hier diese Nase loszuwerden. Genau. Das wäre jetzt die Argumentation. Der Aufwand, dort einzusteigen, der ist in zweifacher Hinsicht extrem hoch. Auf der einen Seite müssen wir eine Lösung finden, die bestehenden Patente zu umgehen, die alle sehr gut und wasserdicht sind. Ja. Das ist ein hoher Entwicklungsaufwand. Ja. Auf der anderen Seite wissen wir jetzt schon, dass die Produktionskosten teurer werden. Also es wird ganz sicher keine einfache Lösung sein, sondern es wird ein teurerer Karabiner werden. Mhm. Und dann stellen wir uns natürlich die Frage, wofür? Ja. Wenn wir nicht an den Whiplash-Effekt glauben und sagen, wir, wenn wir jetzt diese Echse anschauen, die hat halt einfach 45 Gramm. Ja. Da hole ich jetzt vielleicht schon nochmal 2 Gramm raus. Mhm. Aber ob die jetzt 45 oder 41 Gramm dann am Ende hat, das ist mir dann sowas von wurscht. Okay. Dann bevorzuge ich den geschlossenen, den massiven Schnapper. Ja. Und das war auch ganz bewusst die Entscheidung bei diesem Karabiner, als wir den entwickelt haben, dass wir gesagt haben, wir wollen keinen Wiregate haben, sondern wir machen eine Sportkletterechse und die ist in der Bedienung einfach angenehmer, wenn ich einen massiven Karabinerschnapper habe und sparen uns da den Wiregate und diese ganzen Themen, die wir gerade besprochen haben. Also was ich gerade total spannend finde, du nimmst mich ja quasi mit in die Strategie. Wir sind jetzt bei uns voll in Wir sind quasi in einer Strategiesitzung. Möchten wir ein Wiregate-System, ein Drahtschnapper-System entwickeln, wo die Nase wegfällt, Whiplash... Das ist genau diese Überlegung, die wir uns da gemacht haben und gesagt haben, das ist die Investition nicht wert. Ja. Hohe Herstellungskosten, problematische Entwicklung. Ja. Für was für einen Vorteil? Wenn wir jetzt noch sagen, wir glauben nicht an den an den Whiplash-Effekt, weil es einfach keine Belege dafür gibt, dass der tatsächlich ein Problem darstellt, dann gibt es eigentlich keinen Grund, in diese Richtung zu gehen. Mhm. Ja. Diese Echse hat ja trotzdem ihre Daseinsberechtigung. Es gibt eine günstige, leichte Echse. Also Genau. Es gibt eine Stelle, wo die Nase, weil das auch wieder eine Einstellungssache ist, wenn du ein Bündel Klemmkeile auf einem Karabiner sortierst, dann ist es ganz angenehm, das mit zum Karabiner zu haben, der eine Nase hat. Mhm. Weil du bist dann, ich weiß nicht, ob du schon mal Klemmkeile gelegt hast. Ja. Schon mal vorgekommen, Also du hast das Problem, du hast 10 Drahtkabel da auf dem Karabiner hängen. Ja. Und du versuchst, einen auszuhängen und 5 andere fallen dir vom Karabiner. Ja. Und wenn du da diese Nase hast, dann fangen sich die Drahtkabel an der Nase oder an dem Haken eben. Deswegen habe ich jetzt zum Beispiel, wenn es drauf ankommt, die Klemmkeile eher an so einem Hakenkarabiner. Okay. Sag mal, ich gehe von der Halle an den Fels und kaufe mir zum ersten Mal mein erstes Set Echsen. Oder ich darf mir zu Weihnachten von den Eltern ein neues Set Echsen wünschen. Inwiefern sollte dieses Massiv versus Drahtschnapper meine Entscheidung beeinflussen? Also wie fließt das in meine Kaufentscheidung oder in meine Wunschentscheidung mit ein? Also wenn du die Möglichkeit hast, die Echsen im Laden auszuprobieren, dann würde ich echt einfach mal für mich ist es eine Handlingsfrage. Mhm. Es ist keine Sicherheitsfrage, es ist eine reine Handlingsfrage. Mhm. Und ich würde mit dem ein bisschen rumspielen und schauen, wie er sich klippen lässt, wie er in der Hand liegt. Mhm. Mir geht es eher darum, jetzt hast du einen tollen Wiregate-Karabiner, der keinen Whiplash-Effekt hat und der nie brechen wird, weil er nie aufgeht, und wenn er an die Wand schlägt. Und dann ist er aber vom Handling her so kacke, dass du beim Klippen nicht gescheit reinbekommst und dann fällst du deswegen auf den Boden. Weil du beim Klippen das Seil nicht in den Karabiner bekommen hast. Ist so eine Abwägung. Da würde ich dann eher auf das Handling achten als auf irgendwelche Sicherheitsthemen. Der muss dir gefallen, der muss gut in der Hand liegen. Also statt irgendwie ideologisch das eine oder das andere toll zu finden, fass es an
guck dir an. Es spricht nichts gegen den WireGate. Ja. Wenn jemand WireGate mag und okay. sich mit dem wohlfühlt und sagt, das ist genau das Handling, das ja. ich mir vorgestellt habe und ich mag das so, ja. dann ist der WireGate eine tolle Sache, ganz sicher. Aber ich kenne auch kein Argument, das jetzt eindeutig für den WireGate spricht. Okay. Was vielleicht noch ein ja. kleines Detail ist, weil du es gerade angesprochen hast ja. mit dem Aushängen, auch da gibt es unterschiedlichste Geometrien. Und jetzt, wenn du den hier anguckst, der hat jetzt hier vom Verlauf des Schenkels hier oben, ja. hat er einen deutlichen Hinterschnitt hier vorne nochmal. Ja. Und da hast du ein bisschen das Problem, das ist jetzt auch, was wir bei Neuentwicklungen, wo wir verstärkt darauf geachtet haben, wenn du jetzt versuchst, es hängt leicht über oder die ja. Route verläuft leicht diagonal und du versuchst, die rauszuhängen, wirst du immer an dieser Stelle so ein bisschen einen Widerstand spüren. Ja. Und jetzt bei den neueren Modellen, die wir gemacht haben, bei denen ging es eigentlich los, siehst den Verlauf von der Kurve, der ist deutlich flacher. Das heißt, wenn du jetzt hier angehst, der springt ja, also kriegst du ihn deutlich besser unter Last eben auch noch ja. ausgehängt. Das wäre jetzt zum Beispiel so ein Detail, wenn man viel im Steilen klettert, würde ich darauf achten, wie diese Kurve hier aussieht. Ob die einen starken Hinterschnitt hat oder ob die sehr flach nach außen läuft. Und die flach nach außen laufenden, die lassen sich eben unter Last viel besser aushängen. Wenn ich jetzt mir Echsen kaufen gehe, inwiefern sollte die Breite der Schlinge in meine Kaufentscheidung einfließen? Ja, und warum? Hängt wieder von deinem geplanten Einsatzszenario ab. Mhm. Wenn du jetzt dir Schlingen kaufst, die du speziell fürs alpine Mehrseillängenklettern, klassischer Alpinismus, verwenden möchtest, dann würde ich tendenziell eher aufs Gewicht achten. Und da sind es dann halt auch ein paar Gramm, meinetwegen, wo man nochmal was rausholen kann. Aber auch vom Handling her, jetzt gerade, wie wir es vorher bei der Schlinge schon hatten, da ist einfach eine dünne Schlinge deutlich vorteilhafter, weil du halt einfach weniger Materialquerschnitt hast, du hast nicht so ein riesen Bündel am Gurt hängen. Da würde ich eher was Dünnes verwenden. So klassische, einfache Sportkletter-Echsen, die sind halt so irgendwo im Mittelfeld. Mhm. Das ist wieder eher eine Preis-Leistungs-Frage. Ja. So eine Schlinge ist halt deutlich günstiger als jetzt eine Breite. Und wenn du jetzt aber wirklich primär Sportkletter-Einsatz im Kopf hast, da würde ich dann eher jetzt sowas Fettes zum Beispiel nehmen, sowas in der Art. Oder auch so wie deine jetzt hier ist. Wobei es mir da aber weniger um die Festigkeit oder die Langlebigkeit geht. Die haben eine höhere Festigkeit in der Regel. Vor allem kann man sich aber halt gut dran festhalten. Ja. Das ist tatsächlich was, das ist für mich ein Kriterium. Du hast beim Sportklettern halt immer wieder, dass du am Ausbouldern bist, du musst eine Stelle nochmal klettern, du möchtest dich ranziehen an. Wenn du jetzt nur hard on-side kletterst und dann Jojo-Stil, das heißt also nach dem Sturz abgelassen wirst, dann kannst du die Frage sparen. Okay. Aber in dem Fall, wie ich Sportklettern gehe, da hält man sich halt schon auch mal an der Echse fest. Und da geht es mir einfach darum, wie gut kann ich mich Also es geht darum, man sitzt in der Echse und über einem ist die Krux und dann gibt es diesen kleinen Griff. Und man weiß noch nicht, nehme ich den mit zwei Fingern, nehme ich den mit drei Fingern. Das willst du mal angucken. Oder sich angucken, dann kann man so machen und gucken, okay, so fühlt er sich gut an. Und dann hat man einfach was in der Hand mit der Oder anderen. Selbst, du kletterst die nächste Echse an, merkst, du kannst nicht mehr gescheit klippen. Ja. Dann greife ich lieber in die Echse, bevor ich einen riskanten Absturz oder einen riskanten Abgang mache. Ja. Und dann möchte ich was haben, wo ich mich gescheit festhalte. Genau, weil das wollen wir ja nicht machen, weil es gefährlich für die Finger ist. Unten, und wenn du reingreifst, ist blöd, dann kannst du nicht mehr klippen. Also da ist einfach die Echse ist der Griff. Also da tatsächlich ist das Kriterium. Als Griffersatz. Und das jetzt, wenn du mal versucht hast, dich an sowas hochzuziehen, das ist dann schon eher unangenehm. Da ist dann oft der Griff besser als die Echse. Genau, also das wäre so die... Das wäre da mein Augenmerk drauf. Ja. Also im Endeffekt, wenn es um Gewichtsreduktion geht, was uns eher bei Mehrseillängen und im alpinen Bereich begleitet. Können Sie ja mal schon mal, wir können das gerade mal ausprobieren. Hier haben wir jetzt 6,5 Gramm. Ja. Dann haben wir mal hier so eine massivere. 6,5. Fast das Dreifache. Gramm. Ja. Sind 12 Gramm. Sind 12 Gramm pro Echse. Und deshalb, es sind nicht die 12 Gramm hier jetzt Unterschied, sondern es ist halt die Summe am Ende. Ja. Du hast da 12 Gramm und dann beim Gurt nochmal und beim Seil nochmal und am Helm und am Rucksack. Dann bist du immer beim Kilo. Und irgendwann sind es halt dann 1-2 Kilo. Ja. Ja. Genau, also insofern klassischer alpinen Hochtouren-Einsatz, sowas in der Art, eher sowas leichtes, kleines, dünnes. Mhm. Und Sportklettern, wenn ich auf den Preis achten will, so 16 bis 20 Millimeter. Mhm. Und wenn es aber wirklich was sein soll, das längere Zeit beim Sportklettern Hardcore im Einsatz ist, dann würde ich so eine breite Schlinge nehmen. Abgesehen davon, dass man besser reingreifen kann, habe ich auch einfach länger was davon? Der Punkt ist, es gibt da kein eindeutiges Kriterium und die meisten Hersteller haben auf diesen Schlingen 10 Jahre Lebensdauer. Mhm. Und dann über diese 10 Jahre kommst du auch bei denen in der Regel nicht raus. Okay. Aber nach meiner Erfahrung halten sie halt einfach länger, werden nicht so schnell pelzig und wenn, dann haben sie halt ein bisschen mehr Reserve. Okay.
Und also ich halte diese Echse zum ersten Mal in Händen. Die ist neu, ja, genau. Mhm. Und ich vermute jetzt einfach mal, ihr habt probiert, das Beste aus beiden Welten zu verbinden. Genau. Quasi, ja. sie ist leicht, aber... Also sie hat jetzt auch nur 7 Gramm. Für eine lange Schlinge ist das relativ wenig. Aber es ist auch noch was da zum... Genau. Ja. Das ist die Schlinge, die haben wir im Prinzip gebaut, wirklich so für High-End-Sportklettern, wenn du vor allem im Onside unterwegs bist, okay. wo du halt deine Echsen doch am Gurt unterwegs hängen hast. Oder halt so für alpines Sportklettern in schweren Routen, wenn du halt im 8., 9., 10. Grad Meersalingen kletterst, dann hättest du halt doch ganz gerne eine Sportkletterechse, aber halt auch wieder nicht die 2-Kilo-Version. Ne? Also das ist wirklich einfach ganz offiziell eure High-End am Leistungslimit. Genau. Es kommt auf jedes Gramm an. Genau. Echse. Was da vielleicht ein interessanter Effekt ist, der immer wieder an uns herangetragen wird, wenn man jetzt die Echse sehr viel zum Sportklettern einsetzt, also genau diese hier, wirst relativ bald schwarze Hände bekommen. Okay. Da sind wir bei diesem Thema Salzschwarzfärbung, was immer wieder mal auftaucht. Der Hintergrund ist der, dass um die Festigkeit, um bei diesem geringen Gewicht die Festigkeit zu erzeugen, können wir das Aluminium nur Randschicht härten. Das heißt, du hast ein Aluminium, das wird geschmiedet und danach geht es in den Härteprozess rein. Das ist eine T6-Härtung in dem Fall. Und das bedeutet, dass also die äußersten Hundertstel Millimeter, die sind deutlich härter als das Aluminium im Inneren. Und wenn man das sich bei einer Prüfung anschaut, dann verformt sich der Karabiner auch ewig lang. Der wird richtig lang und schmal, bis der dann mal bricht. Also wir nutzen die Zähigkeit des Materials aus, um die Festigkeit zu vergrößern. Bei diesen klassischen Expressschlingen hier zum Beispiel, wenn man so eine in der Zugprüfung hat, dann verformt sich der nicht. Der macht irgendwann klack und bricht dann spröde, weil das Material durchgehärtet ist, weil er halt einen viel, viel größeren Querschnitt hat. Aber auch Aluminium? Ist auch genau das gleiche Aluminium, okay. genau. Und hier ist jetzt der Punkt, das Seil, das schleift sich in den Karabiner ein und wenn es durch diese Hundertstel Millimeter Randschichthärtung durch ist, landet das Seil halt irgendwann im weicheren Kern. Das heißt, du hast viel, viel schneller einen stärkeren Aluabrieb und dadurch entsteht diese Schwarzfärbung auf den Seilen. Also das ist so ein bisschen der Grund, warum wir diese ultraleichten, dünnen Karabiner, die halten halt beim Sportklettern einfach nicht so lang. Weil ich halt viel Hangdoggen habe, ich habe viel das Seilabrieb über dem Karabiner, auch in der Umlenkung dann zum Beispiel. Mhm. Und da schleift sich das Seil einfach deutlich schneller in den Karabiner ein. Wenn du jetzt neue Echsen im Einsatz hast, wo du hier unten in der Biegung einfach das Eloxal noch siehst, wo also noch nicht der silberne Kern rauskommt, da wirst du keine Schwarzfärbung haben. Ja. Wenn du solche Echsen im Einsatz hast und du hast immer noch Schwarzfärbung, dann musst du mal dein Sicherungsgerät anschauen. Also auch da ist ja Alu oft im Einsatz, also auch da kann es herkommen. Ich habe es mal tatsächlich, ich habe mir mal ein weißes Seil machen lassen und habe das mal, so 50 Klettertage hatte ich es im Einsatz und habe dann penibel darauf geachtet, dass ich eben nur diese Bulletproof... Ja. Echsen im Einsatz hatte, also wo wir die Stahlanlage reingemacht haben und habe dann auch ein Sicherungsgerät, nur ein Stahlgerät gehabt und auch nur einen Stahlkarabiner eingesetzt. Ja, und siehst nach 50 Tagen. Ich bring's mal kurz rüber. Ja, hier gerade noch. Also so sieht's nach. Das heißt, das Seil hast du herstellen lassen, um Schwarzfärbung zu testen. Genau, um mal diese Theorie nochmal gegenzugleichen. Dann siehst du, hier ist halt ein bisschen Staub drauf, aber du hast nirgendwo wirklich Aluabrieb drauf. Dann kann ich, wenn das die Echsen von meinem Kletterpartner, Kletterpartnerin sind. Und dein Seil ist neu und noch dazu hell. Dann kann ich nicht sagen, so können wir nicht meine Echsen hernehmen. Ja. Genau. Mhm. Und ich kann mich schon mal auf schwarze Hände einstellen, wenn so die Echsen aussehen, weil dieser Abrieb hier... Muss nicht zwangsläufig immer auftreten. Wenn du jetzt einen sehr geraden Routenverlauf hast und die Echsen nur klippst und nie drin hängst und oben ist ein Stahlkarabiner drin zum Ablassen und du hast ein Sicherungsgerät, das Edelstahlteile in den Reibelementen hat, ein Grigri zum Beispiel, dann kannst du dann wirst du da auch keine Schwarzfärbung haben. Okay. Aber in dem Moment, wo du dann selber eine Echse an der Umlenkung einhängst, und das ist so eine, oder du hast so einen alten verschlissenen Tuber im Einsatz, so einen Alu-Tuber, dann wird es schwarz werden, ganz sicher. Und vor allem, weil das Seil hat ja schon die ganzen, das Seil ist ja schon verdreckt durch den Alu-Abrieb, oder? Du hast immer ein bisschen, wenn du jetzt ein niegelnagelneues, perfektes Seil hast, das frisch aus der Verpackung kommt, dann ist der Effekt auch noch mal geringer. Aber in dem Moment, wo du das 1-2 Tage im Einsatz hattest, hast du ein bisschen Staub drauf, du hast Chalk drauf und das ist alles Reibmaterial. Das ist wie Sandpapier. Wenn dann die Feuchtigkeit, dann hast du ein bisschen Luftfeuchtigkeit, dann nimmt es den Staub noch mal mehr auf und dann hast du da im Prinzip 60 Meter Sandpapier liegen und ziehst es durch so ein weiches Alu durch. Da muss Abrieb entstehen. Ne? Die Story, die man da immer wieder dazu hört, dass die Hersteller Graphit in die Seilimprägnierungen reintun, um die Seile geschmeidiger zu machen, so, ist also stimmt nicht. Das ist tatsächlich nur dieser Aluabrieb. War das der Hintergrund, warum ihr das hier erfunden, entwickelt habt?
Also es ist ein ganz normaler 70-75er geschmiedeter Alu-Karabiner, und der aber eine gegossene Edelstahleinlage hat. Also die wird verpresst und verklebt, und die soll im Prinzip den Verschleiß an der Stelle, wo das Seil mit dem Karabiner in Kontakt kommt, reduzieren. Und der ursprüngliche Ansatz war vor allem, den Verschleiß zu reduzieren, eben die Karabiner langlebiger zu machen, weil, wie ich vorher gesagt habe, so ein leichter Alu-Karabiner, den kann ich in 3 Jahren schon auch mal scharf den klettern. Genau. Also der wird dann, kannst du durchaus mal scharf einschleifen. Ja. Oder so wie hier jetzt, das siehst du schon, da haben wir richtig einen Materialabtrag. Also wir wollten die Karabiner vor allem langlebiger machen. Ja. Und jemand, der jetzt wirklich regelmäßig Sportklettern geht, der kann in 3 Jahren eben so einen Karabiner schon auch mal durchschleifen. Wir hatten damals noch so ein bisschen im Hinterkopf die Theorie, so gerüchteweise hat man ja schon immer so Stories gehört von Alu in Deo-Rollern zum Beispiel, die dann stark krebserregend sind. Und da haben wir mal angefangen, so ein bisschen zu recherchieren, inwiefern der Alu-Abrieb möglicherweise krebserregend sein könnte. Aber wir sind auf der einen Seite keine Mediziner, und alles, was wir jetzt so finden konnten, gibt es dazu jetzt keinen eindeutigen Nachweis. Nichtsdestotrotz, ja, ich weiß nicht genau, jetzt hat das so richtig schwarze Hände vom Alu, und dann isst man in der Mittagspause halt doch wieder seinen Apfel. Und ja, ich weiß, so richtig cool fühlt es sich nicht an. Und diese Edelstahleinlage, nutzt die sich auch ab oder dauert es einfach ewig lange? Also es dauert viel, viel länger, aber auch in Kletterhallen, wenn man jetzt so einen klassischen Kletterhallen-Stahlkarabiner nimmt, der ist ja jetzt aus Vollstahl, wenn die lang genug im Einsatz sind, schleifen sich die auch irgendwann ein. Also es dauert halt um viel, vielfaches länger, aber irgendwann ist natürlich da auch voll. Eine Frage, die du wahrscheinlich auch immer wieder hörst, ist, bei dieser Echse gucken ja die Öffnung, die Schnapperöffnung in die gleiche Richtung. Man sieht es aber auch schon mal andersrum, dass die Echsen gegengleich aufgebaut sind. Geschmacksfrage, oder gibt es eine Version, die der anderen überlegen ist? Ja, also erstmal prinzipiell Geschmacksfrage. Es gibt, ich muss gleich nochmal meinen Flipchart bemühen. Es gab da nämlich eine Theorie dazu. Und zwar ist da mal diese Theorie aufgestellt und tatsächlich auch bestätigt worden, noch von Pete Schubert in den 80ern, 90ern. Ich habe meinen Karabinerquerschnitt so, hier unten. Das ist der eine, und hier schließt der Schnapper an. Und jetzt habe ich hier den gegengleichen, beziehungsweise den gleichzeitig eingehängten Karabiner. Ich zeige das jetzt bewusst mal ein bisschen extrem. Du hast gerade das hier gezeichnet. Genau, so rum habe ich das. Schon dann richtig, so rum, das direkt. Hast du gerade gezeichnet. Genau, und jetzt habe ich hier die Schlinge drin hängen. Und die Theorie war damals, dass die Festigkeit der Schlingen geringer ist, wenn die Karabiner gegenseitig eingehängt werden, weil, wenn man sich jetzt vorstellt, ich fange hier jetzt das Ziehen an, habe ich halt hier diese Achse und hier diese Achse. Das heißt, der Faseranteil der Schlinge, die sich auf dieser Seite befinden, die werden voll belastet, und die auf der Seite nur ganz leicht, weil hier hinten noch kein Kontakt besteht. Und die Versuche, die haben das damals tatsächlich auch bestätigt, dass da an Festigkeit verloren geht, wenn man sie so einsetzt. Allerdings war das in den 90ern, wo die Bänder hier noch zum Teil 25 mm breit waren und halt auch festigkeitstechnisch sowieso am Limit. Mittlerweile, das ist auch einer der Gründe, warum diese Schmal-Breit-Echsen ganz praktisch sind, oder die schmaleren Echsen, weil die halt besser hier in diese Vertiefung reinrutschen und dann homogener belastet werden. Wir haben da kein Problem im Sinne der Festigkeit. Also diesen Faktor, den kann man vernachlässigen. Das heißt aber, diese Forschung war damals der Grund, warum man dann mal eine Zeit lang gesagt hat, es ist besser, die so einzuhängen, weil man sich jetzt vorstellt, wenn ich jetzt den Karabiner umdrehen würde, dann wäre der eine Karabiner so und der andere so. Und damit wären die Fasern wieder parallel belastet. Okay. Das war mal eine Zeit lang die Theorie, die dazu so ein bisschen am Markt umhergegeistert ist und die zu dem Zeitpunkt durchaus auch Gültigkeit hatte. Aber auch wieder, es gibt da keine Unfallsystematik dahinter und ich würde das vernachlässigen, diesen Fakt. Was eher für mich ein Thema ist, ist, wenn ich jetzt, wir hatten es vorher schon davon, wenn ich jetzt hier meinen Bohrhaken habe und ich kletter in diese Richtung weg, dann hänge ich die Schnapper entgegen der Kletterrichtung ein, und dann fühle ich mich auch besser, wenn auch das Seil, das jetzt hier rausläuft, nicht über die Schnapperseite läuft, sondern über den geschlossenen Karabinerschenkel. Während wenn ich jetzt das umgedreht hätte, dann
muss ich auf jeden Fall oder sollte auf jeden Fall den Karabiner oben so einhängen. Genau, oben ist ein Muss, weil ich in die Richtung weiterklettere. Und jetzt würde hier mein Seil über den Karabinerschnapper laufen, was kein Problem darstellt. Der wird sich nicht aushängen. Aber es fühlt sich einfach ein bisschen besser an, wenn er über den gesunden Steg läuft. Und dann muss ich nicht mitdenken, wie rum ich jetzt arbeiten muss gerade. Deswegen habe ich sie bei mir in der gleichen Richtung eingehängt. Deswegen liefern wir sie auch so aus. Ja. Also es ist ein Ticken logischer, aber es ist kein falsch oder richtig. Ich glaube, mittlerweile in den 80er, 90ern war es anders. Also ich kenne so einfach aus alten Kletterzeitschriften, sieht man Fotos, wo die noch gegen... Vor allem gegengleich, gegengleich eingehangen sind. Ein bisschen auf dieser Argumentation damals beruhend. Wenn du an den Fels gehst und du siehst jemanden, der die ganze Route durch das nicht gegengleich hat, aber oben ist es richtig. Also er hat immer so geklettert, dass der gesunde Schenkel in Kletterrichtung ist. Dann sagst du, wunderbar, tipptopp, kann er so machen, wenn er sich damit besser fühlt. Ja. Aber es hat einen minimalen Logikvorteil, nenne ich es jetzt mal, zu sagen, dass auch das Seil hier unten... wenn es Karabinerkontakt hat, auf den gesunden Schenkel treibt. Also mir ist aktuell keine Logik bekannt, die das gegengleiche Einhängen irgendwie sinnvoller erscheinen lassen würde. Okay. Also insofern. Aber wenn jemand jetzt kontinuierlich den hakenseitigen Karabiner in die falsche Richtung einhängt, das wäre was, das würde ich vermutlich sogar ansprechen mal, weil das tatsächlich ein Risiko ist. Ja. Wenn jetzt jemand das Seil unten immer wieder mal verdreht eingehängt hat, ich glaube, das wäre sowas, das ist mir wurscht. Das spreche ich auch in der Kletterhalle nicht mehr an. Es lag mal in der Kletterhalle, in Frankfurt damals war das noch, lag ein Zettel aus, dass irgendwo im Rhein-Main-Gebiet jemand klettern gegangen ist und im Überhang eine Echse benutzt hat, die da einfach hing. Eine Fix-Echse, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, wer sie da platziert hat. Mit einem brandneuen Seil und er ist abgestürzt, und es konnte ja danach untersucht werden, weil die Echse zu scharf kam. Genau, das ist dieses Scharfschleifen der Karabiner. Da gibt es tatsächlich einige Unfälle dazu. Okay. Also allein aus meinem Bekanntenkreis habe ich 3, 4, wo die Seile nicht abgeschnitten worden sind, aber einfach zerschnitten. Also zerschnitten. Das Seil ist halt kaputt. Okay. Das hat den Sturz gehalten, aber es ist halt ordentlich Schaden genommen. Das müssen wir jetzt vielleicht kurz aufzeichnen. Ja. Da hole ich mal schnell. Also wir haben eigentlich 2 verschiedene Formen von Materialabtrag. Jetzt machen wir hier haben wir unseren Karabinerquerschnitt. So ist der Steg unten. Mhm. Und jetzt läuft hier unser Seil drüber. Das wäre jetzt die Situation an der Umlenkung. Das Seil wird 180 Grad umgelenkt. Hier ist der Sichernde und da ist der Kletterer dran. Und wenn ich jetzt einen Karabiner oft in so einer Situation einsetze, dann verliert der hier sukzessive an Querschnitt. So, dann habe ich noch diesen Querschnitt hier irgendwann. Das kann auch problematisch werden irgendwann, wenn die Festigkeit oder wenn der Querschnitt so gering ist, dass einfach die Festigkeit nicht mehr ausreicht. Aber es ist ein rundes Einschleifen. Das sieht dann so aus zum Beispiel. Habe ich also Materialabtrag, aber das ist ein runder Materialabtrag. Mhm. Also wenn da jetzt ein Seil drüber laufen lässt, dann passiert nichts. Absolut nichts. Da sagen wir aber auch so, bei ungefähr 20-25% Materialquerschnittsverlust sollte dann ersetzt werden, einfach aufgrund der Festigkeit. Okay. Sind das hier 20-30 oder wie viel ist das? Also der wurde... Das wäre jetzt so eine Größenordnung, wo ich sagen würde... Austauschen. Genau. Okay. Eine Problematik, die wir haben, ist zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Routenverlauf habe, es ist ein Überhang, zieht hier so rein und so runter. Und jetzt habe ich hier hinten meinen Haken und hier habe ich eine Fixechse drin hängen. Jetzt in der Kletterhalle oder draußen im Klettergarten habe ich hier meine Echse und hier ist mein Karabiner eingehängt und das Seil verläuft dann jedes Mal hier so rein und dann hier so raus. Dann habe ich hier habe ich 180 Grad Umlenkung. Hier habe ich, je nachdem, wie die Echse eingehängt ist, können es auch mal 120 Grad sein. Hier werden es jetzt in etwa 90 Grad. Und wenn ich mir jetzt das gleiche Bild wieder anschaue, nehmen wir mal an, wir haben so 120 Grad Umlenkung, dann habe ich hier wieder meinen Karabinerquerschnitt. Und jetzt wird das Seil immer hier mit etwa 120 Grad umgelenkt. Es läuft also so rein und so raus. Dann schleift sich auch das Seil genau in diesem Winkel in den Karabiner ein und mein Querschnittsverlust, der findet so statt. Und jetzt entstehen hier an den Stellen hier außen, können relativ scharfe Kanten entstehen, okay.
was alles kein Problem darstellt, solange das Seil immer so belastet wird. Ja. Wenn jetzt der Kletterer aber genau an dieser Stelle hier stürzt, dann wird das Seil plötzlich 180 Grad in diesem Karabiner umgelenkt und läuft genau über diese scharfen Kanten. Mhm. Aussehen tut das Ganze dann so. Ja, das siehst du jetzt schon, das ist jetzt eine richtig... Also auch, hier haben wir eine auch Runde. Der Laie sieht, dass es anders... Also und hier, wenn jetzt ein Seil drüber laufen würde, dann kann es schon sein, dass das Schaden nimmt. Mhm. Das muss es nicht sofort ab sein. Aber das Seil kann kaputt gehen, halb abschneiden, dreiviertel abschneiden. Oder es gibt eben auch einen bekannten tödlichen Unfall in der Schweiz, wo es komplett abgeschnitten worden ist. Mhm. In der Prager Kletterhalle gab es einen schweren Unfall, weiß ich jetzt nicht mehr genau, wie der ausgegangen ist, aber da ist das Seil auch komplett abgeschnitten worden. Das sind so diese, das ist so dieser riskante oder problematische Karabinerabrieb eben. Und wenn ich jetzt, also da schaue ich meine Echsen relativ regelmäßig, meine privaten Echsen schon relativ regelmäßig durch, dass ich einfach mal mit dem nehmen wir mal eine raus, so das hier. Nochmal mit dem Finger reinfahren. Das ist jetzt meine private zum Beispiel. Ja. Und da wirst du schon sehen, die ist nicht komplett rund eingeschliffen, sondern die hat schon, die geht schon, die ist nicht so, die ist auch nicht so, aber die ist irgendwo dazwischen. Also sie hat so eine runde, so eine halbrunde Stufe. Also wäre jetzt im Prinzip so eigentlich. So wäre jetzt der Querschnitt von der Echse. Und das ist jetzt noch nicht problematisch, aber das ist auch kein runder Querschnitt mehr. Ja. Und da schaue ich schon relativ regelmäßig drauf, dass wenn sie sich mal diesem Bild hier annähern, dass ich sie dann ersetze. Dass du sie austauschst. Wo ich da extrem vorsichtig geworden bin, sind diese ganzen Fixechsen, die in den Sportklettergebieten hängen, weil die oft höllenscharf sind. Ja. Und das kann man machen, wenn ich wenig Zeit habe, dann gehe ich mit dem Karabiner rein, mit dem Finger in den Karabiner und fühle nur mal schnell einmal drüber fahren. Und wenn es sich gut anfühlt, klippe ich und kletter weiter. Ja. Da muss man aber über dem Grat stehen, um noch Zeit zu haben. Wenn ich wenig Zeit habe, hänge ich eine Echse dazu. Okay. Dann fummel ich da nicht rum, sondern dann hänge ich meine dazu und klippe die Fixechse gar nicht. Also trau nur eine Echse, die du geprüft oder selber mit an den Fels gebracht hast. Ja. Also da bin ich vorsichtig. Wenn ich jetzt zum Beispiel tatsächlich, wenn ich jetzt eine Tour länger projektiere, hier im Heimatgebiet oder so, jetzt nicht im Urlaub, sondern wo ich halt hier einfach über Wochen immer wieder hingehe und ich nicht jedes Mal, weil es total steil ist, die Echsen abbauen möchte, sondern für die Zeit, die ich die Tour projektiere, Echsen hängen lassen möchte, dann baue ich halt sowas ein. Dann nehme ich eine fette Expressschlinge, eine Polyester-Expressschlinge, die ein bisschen überdimensioniert ist, mache oben einen Rapid rein, ziehe das sauber an und habe unten einen Stahlkarabiner drin, dann schleicht sich da nichts ein. Und wenn ich aber mit dem Projekt fertig bin, dann nehme ich es in der Regel auch wieder mit. Tendenziell, wenn man jetzt wirklich so, es gibt ja Gebiete, wo man, die einfach so schlecht zum Abbauen sind, wo man einfach jedes Mal wieder Probleme hat. Und wenn man da dann was Festes einbauen möchte und das draußen hängen lassen möchte, ich finde es nicht super, aber manchmal ist es einfach nicht besser zu regeln. Dann ist eigentlich das Optimum, hier irgendwie mit einem Stahlbauteil zu arbeiten. Entweder eine zertifizierte Kette oder es gibt ja auch Stahlschlingen, die zertifiziert sind. Halt nichts Textiles, weil das, was am schnellsten an Festigkeit verliert, ist in der Regel hier das textile Bauteil. Und wenn man sich jetzt fragt, was heißt rund und was heißt scharf abgeschliffen, man spürt es. Also ich gehe jetzt hier über den... ich glaube, du merkst, oder? Man merkt das. Ist jetzt, und also jetzt, wenn da drüber fährst, dann merkst du, das ist jetzt nicht, man merkt, da ist ein bisschen, das ist nicht mehr ganz rund, aber da ist jetzt auch keine scharfe Kante drin, die würde ich jetzt auch noch hernehmen, da wird jetzt auch nichts passieren. Genau, das ist ja rund, ein bisschen scharf und ganz scharf. Man ganz merkt, scharf spürt man schon. Man spürt es. Also man merkt einfach, will ich, dass mein Seil hier drüber rutscht? Genau. Und die Antwort ist nein. Also man kann, man merkt es. Darf so ein bisschen mit Menschenverstand tatsächlich rangehen an die Sache. Ja. Also ich höre ganz klar den Aufruf raus, Leute, nehmt bitte nicht aussortiertes Material aus einer Kletterhalle oder irgendeine Echse, der selber nicht mehr so ganz vertraut. Und man sich denkt so, den alten Mist. Genau, wenn das jemand klaut, ist ja eh egal. Genau. Und dann hängt man so quasi seine aussortierten Echsen ins Projekt. Ja. Und dann denken sich Leute, ah super, da hängen schon Echsen, klettern an der Route. Und dann irgendwann mal 3 Monate. Und tatsächlich, das geht echt verdammt schnell. Ja. Gerade in so Gebieten, also vor allem in Granitgebieten geht es unglaublich schnell. Wenn du eine Luftfeuchtigkeit hast und du hast diesen Granitstaub am Boden, das Seil nimmt den auf und du kannst da in kürzester Zeit, kannst du da eine Echse extrem durchklettern scharf sozusagen. Scharf klettern. Also das kann in 2-3 Monaten passiert sein. Ja. Also da wäre ich eben, davon würde ich abraten. Wenn man was draußen fest verbauen will, dann muss man halt ein bisschen Geld in die Hand nehmen und das ordentlich machen. Und dann kann man das auch machen, aber nicht irgendwie den alten Käse da hängen lassen. Ich hab sowas noch ganz gerne dabei. Gerade in so Situationen, wie wir gerade gezeichnet haben, die erste Echse, also du kletterst hoch, 3 Meter nach oben, dann kommt der erste Haken und dann geht es steil in den Überhang raus. Ja.
Wenn du da halt dann, jetzt hast unten eine 90-Grad-Umlenkung, dann hast du noch ein bisschen Seilreibung über dem Fels, ja, und dann hast du halt ruckzuck keinen Sturzzug mehr, der unten ankommt. Ja. Und dann werden die Stürze brutal hart, du kannst nicht mehr richtig dynamisch sichern. Mhm. Und da baue ich mir ganz gerne im ersten Haken sowas ein, um da eben die Reibung ganz bewusst rauszunehmen. Okay. Ist dann nervig, wenn ich in den ersten Haken reinfall, dann schieße ich nämlich ganz schön davon. Aber es sind halt oft so Situationen, wo du kletterst 3 Meter, dann kommt der erste, ja, Haken, einen Meter weiter kommt der zweite Haken. Und genau, also das ist bei dieser 90 Grad, das, was wir gerade aufgezeichnet hatten, genau, wäre das ja der perfekte Anwendungsfall. Genau. Ist das total, also man spürt das? Also das ist unglaublich, was das an Reibung rausnimmt. Okay. Also es ist aber so, es ist super wieder dann, wenn du jetzt einen Vorsteiger hast, der ein bisschen leichter ist als du oder wenigstens 1:1. Mhm. Ich habe mich da mal sichern lassen von jemandem, der 15 Kilo leichter ist, und ich hatte die halt nur noch die am Gurt, okay, hängen und bin dann prompt da reingefallen. Das ist nochmal, da schießt der Sichernde ganz schön davon. Aber ja, das ist unglaublich, wie viel Reibung in so einer Umlenkung, ja, normalerweise entsteht. Okay. Und wenn man die dann in der Form reduziert, dann wird's schon brandig. Ja klar, also jetzt, wo ich drüber nachdenke, klar, das Seil rollt ja darüber, statt, genau, einfach in die Echse reinzufahren. Also das ist einfach normalerweise, an der Umlenkung wird am meisten Energie umgewandelt, mhm, erstmal, weil dort einfach Reibung entsteht in dieser Umlenkung. Mhm. Und wenn du die jetzt rausnimmst, indem du da eine Rolle, ja, reinbaust, hast du halt ein ganz anderes Verhältnis plötzlich geschaffen. Ich probiere ja immer auch für mich rauszufiltern, was ich für mein privates Klettern aus diesen Gesprächen mit rausnehme. Ja. Und ich nehme für mich mit raus, dass ich so eine Echse am Gurt habe, oder mit zum Fels nehme, genau, um Situationen, in denen ich eine Route einfach, ja, einen Seilverlauf hat, der viel Reibung erzeugt, das ein bisschen zu reduzieren. Wo dann die Stürze möglicherweise sehr hart werden. Darum geht es mir vor allem. Also wenn du halt einfach diese starke Umlenkung gleich am, ja, Dachwinkel zum Beispiel hast, ja, oder es geht gleich in den Quergang weg, hm, dann hast du halt dort sehr viel Reibung, die entsteht. Und danach wird es schwierig, weich, hm, zu sichern, weil du halt sehr viel Reibung im System hast. Fast unmöglich im Endeffekt, oder? Es geht, aber man muss halt plötzlich gedanklich komplett umstellen, weil man, ja, halt eine ganz andere Reibungssituation plötzlich, ja, hat. Ja. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr, ich bin deutlich schlauer als vorher und habe auch für mein privates Klettern einfach Dinge mitgenommen, die ich ausprobieren werde. Falls euch zu Hause noch irgendwas einfällt, eine Frage, die wir nicht gestellt haben, ein Thema, das wir nicht behandelt haben, dann packt es in die Kommentare. Dann frage ich dich entweder oder wir kommen einfach wieder und stellen die Fragen hier vor Ort. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann unterstütze uns gerne, indem du ein Like und ein Abo dalässt. Wenn du noch mehr über die Überprüfung, Pflege und Instandsetzung von Karabinern erfahren möchtest, dann haben wir für dich dazu einen Artikel in der Videobeschreibung verlinkt. In der Edelrit Knowledge Base findest du viele weitere interessante Artikel zum Thema Sicherheit im Bergsport mit dem Fokus auf deine persönliche Schutzausrüstung. Viel Spaß beim Stöbern und wie immer, einfach klettern!